So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Hogwarts Legacy. Wir stehen hier gerade in Feldcroft, weil wir im Grunde Sebastian geholfen haben, ein Relikt zu holen und Feldcroft eigentlich von einem Angriff geschützt haben. Aber der Onkel ist natürlich von ihm ist natürlich auch pissed auf uns, also richtig sauer. Dass wir dafür so im Grunde eigentlich ja Sebastian verteidigen, weil er das Nötigste getan hat. Ne? Er hat einen unverzeihlichen Fluch ausgesprochen. Selbst wenn es ein unverzeihlicher Fluch ist. Dieser Fluch hat in dem Sinne N gerettet. So, reden wir mal mit ihm. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Okay, halt mich auf dem Laufenden. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Okay. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Okay. Revelio. Ja. Dann wollen wir mal gucken. Die nächste Aufgabe neben dem Monden und den Schlüssel wäre Lodgok oder den Aussichtspunkt. Wir gehen mal von oben nach unten durch, ne? Also gehen wir mal erstmal Lodgok. Weltkarte. Dahin. Auf dass wir da nämlich auch noch ordentlich was kriegen. Oder schaffen. Ne? So, wir müssen uns erstmal mit dem mit Lodgok jetzt treffen. Der ist hier. Hallöchen. Ein Freund der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott auf Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Hm. Damit hätten sie rechnen sollen. Sie sagten, er würde ihr Zerwürfnis beenden. Und da dachten sie nicht, dass er so reagieren könnte? Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbore mit seinen Büchern. Bragbore? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbore besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbore für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhängen. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morgenack und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen.
Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Ranrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ahmed. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldugak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lord Gok. Nur Lord Gok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Ranrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Ranrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Okay. Ahmed und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Also brauchen wir Desillusionierung. Okay. Dann also bis bald. Warte mal. Das dahin und das dahin. Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Genau das ist der Plan. Wir sollen ja nicht gesehen werden von der... von dem Auge. Diese Tür beobachtet uns. Das Auge der Mine. Aber interessant. Ne? Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Das ist interessant, dass er nicht mitkommen kann. So, ne? Ich habe einen echten Kobold getroffen. Revelio, sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Confrito. Eine Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. So. Revelio. Ich weiß es nicht. Wir sind in einer Koboldmine. Guck ich mal hier rechts rum. Ich habe von solchen Minen gelesen. Ach, da muss ich hin. Aber in echt ist es etwas ganz anderes. Alles klar, da rechts muss ich hin. Revelio. Ansonsten ist da soweit erstmal nichts. Alles klar. Let's go. Accio. Bleib ganz ruhig, Ahmed. Ich bring dich hier heil wieder raus. Ich bringe uns hier sicher durch, Ahmed. Du hast mein Wort. Wir werden beobachtet. Von einer Tür. Das ist schon mal gut. Akio. Wir kommen nicht weiter, solange dieses Auge uns sehen kann. Ja.
Velio. Okay, ich muss dann, schätze ich mal, Confringo. Erstmal das alles hier reinleiten. Kann ich jetzt da? Ach, hier. Ja. Jetzt kann man nämlich da rein. Revelio. Und er lässt uns da hin. Voila. Ach, hier. Depulso. So. Erstmal ordentlich weggeballert hier. So. Okay. Zack und zack. Nein! Habe ich das Ding jetzt oder habe ich das Ding jetzt nicht? Ich habe das Ding nicht. Das heißt, ich muss nochmal hoch. Ich renne jetzt so schnell hoch. So. So. Eins. Das sollte reichen. Ich fühle mich wie eine Figur aus einem Abenteuerroman. Revelio. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Na, guck mal hier. Wir sollten doch einen Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Was könnten sie wohl bauen? Revelio. Was könnten sie nur bauen? Warte, da hinten muss ich hin. Will ich ja natürlich nicht hier unnötig Dingsen. Will ich ja nicht unnötig. Das ist nichts, okay. Zack. 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 Erstmal beklauen wir sie. Revelio. Ich bin gut im Herumschleichen. Revelio. Glaub mir. So. Zack, zack. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Jupp. Jupp, jupp, jupp. Das tun wir auch. Immer muss ich verraten. Mimi. Guck mal, hier haben wir noch mehr. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das Revelio. Bauen Sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Beschuldige doch bitte jemand anderen, wenn es dir nichts ausmacht. Erstmal das und dann machen wir Crucio. Protego.
Ich werde nicht helfen. Du wirst mich nicht aufhalten. Protego, Stufe. Oh, das ist einfach zu viel. Rive, halt dich an mich. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Hier sind noch mehr Pläne. Ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein. Confringo! Die Mine ist zu klein dafür. Oha. Wird man sich mal geben. Akio. Revelio. Die Mine ist zu klein dafür. Oh ne, hier war richtiger Weg. Entschuldigung. Ich muss ja erstmal den anderen Wege gucken. Damit ich hier mal. Revelio. Erstmal hier. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Ach hier. Vingadium Leviosa. Den schon. Schauen wir mal, dass wir überall alles so gut es geht mitnehmen, wenn wir in solchen Minen sind. Ein hoher Turmbogen. Ein nicht identifizierter Gegenstand für den Hals. Da muss ich auch noch machen. Einige Sachen hier noch identifizieren, die wir im Inventar haben. Revelio. Jetzt müssen wir da lang. Zack. Das sind nur so eine Näherung. Mal wieder. Teufelsschlinge. Das wird übel, wenn wir nicht aufpassen. Wir dürfen uns jetzt nicht darin verfangen. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. 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 Zack. Zack. So. Und schauen wir mal. Hier sind wieder Gegner. Revelio. Nicht leise genug. Hallo? Protego! Du vor! Contrindo! Akio! Kommst du nicht davon?
Revel. Ein unverzeihlicher Confringo. Akio. Imperium. So. Wie viele gibt es denn hier noch? Das waren sicher die letzten Amid. Revelio. Sie jetzt hier erstmal nichts mehr an Gegnern. Oh shit. Die Tür sieht uns. Zoe. Die Tür hat uns gesehen. Ich bin leise. Darf uns nicht sehen. Revelio. So. Confringo. Akio. Das sieht mir nach Rückweg zwar aus, aber wir gucken mal. Ne? Einmal nach oben gucken. Auch wenn es nach Rückweg aussieht. Ne? Revelio. Aber ich würde auch sagen, das waren noch nicht alle Pläne. Ich suche lieber weiter. Ja, genau. Ich würde sagen, ich beende hier erstmal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein, wenn es dann weitergeht. Hier bei Hogwarts Legacy.